Sag mal, hast du auch schon davon geträumt, deine Dualseele zu treffen? Du sehnst dich nach dem Gefühl, von jemandem verstanden zu werden, ohne viel Worte sprechen zu müssen. Es ist so etwas wie die Liebe auf den ersten Blick. Dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast gehen wir auf das Phänomen der Dualseelen ein und ich erzähle dir die Geschichte von zwei Menschen, die ihre Seelenverwandten gefunden haben. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. So lass uns also mit der Definition einer Dualseele beginnen. Der Begriff Dualseele ist so definiert, dass jeder Mensch irgendwo auf der Welt einen Zwilling oder Doppelgänger hat, mit dem er eine besondere Verbindung hat. Mit anderen Worten, deine Dualseele ist dein perfekter Partner. Sie ist deine andere Hälfte und vervollständigt dich in jeder Hinsicht. Du bist ihm oder ihr vielleicht noch nie begegnet, aber du wirst sofort eine Verbindung zu ihm oder ihr spüren, sobald du ihm oder ihr gegenüberstehst. Es ist, als ob du diesen Menschen schon ein ganzes Leben lang kennst. Nachdem ich dir nun erklärt habe, was eine Dualseele ist, möchte ich dir eine kleine Geschichte zweier Menschen erzählen, die ihre Dualseele gefunden haben. Danach werde ich 12 Fragen über Dualseelen beantworten. Also bleib dran, damit du über alles Bescheid weißt, was du über Dualseelen wissen solltest. Jetzt kommen wir zu der kleinen Geschichte von Anna und Alex. Also, Anna und Alex waren beide 20 Jahre alt, als sie sich kennenlernten. Sie waren auf einer Party und als sich ihre Blicke trafen, spürten sie beide sofort eine tiefe Verbindung. Sie wussten nicht, was es war, aber sie wussten, dass sie miteinander reden mussten. Sie redeten die ganze Nacht und fanden heraus, dass sie viel gemeinsam hatten. Sie studierten beide das gleiche Fach an der Uni und sie liebten die gleiche Musik und Filme. Es war, als ob sie sich schon ihr ganzes Leben lang kennen würden. Nach dieser Nacht begannen sie sich zu verabreden und waren sehr glücklich miteinander. Aber dann geschah etwas, das sie auseinanderriss. Annas Eltern waren mit Alex nicht einverstanden, weil er aus einer anderen sozialen Schicht kam. Sie zwangen sie, mit ihm Schluss zu machen, und das tat sie dann auch schweren Herzens. Alex verließ die Stadt und zog in ein anderes Land. Und so kam es, dass Anna ihn 10 Jahre lang nicht sah, aber sie hat ihn nie vergessen. Sie hat sich immer gefragt, was hätte sein können, wenn ihre Eltern sich nicht eingemischt hätten. Eines Tages erhielt sie aus heiterem Himmel eine Nachricht von ihm in den sozialen Medien. Er war wieder in der Stadt und wollte sich mit ihr treffen. Sie war so glücklich. Sie trafen sich und es war, als wären sie nie getrennt gewesen. Sie machten einfach da weiter, wo sie aufgehört hatten und waren endlich wieder zusammen. Tja, da siehst du mal, was alles passieren kann. Dualseelen sind Menschen, zu denen wir eine sofortige Verbindung haben. Wir haben das Gefühl, dass wir sie schon ein ganzes Leben lang kennen, auch wenn wir sie gerade erst kennengelernt haben. Sie verstehen sich auf eine Art und Weise, wie es niemand sonst kann. Und sie vervollständigen sich in jeder Hinsicht. Jetzt erzähle ich dir noch etwas Wichtiges über die Dualseelen und danach kommen wir zu den 12 wichtigen Punkten, die du unbedingt wissen musst. Also, Dualseelen sind wie zwei Hälften einer Seele, die getrennt wurden und nun wieder zueinander finden. Du kannst sie nicht bestellen oder auswählen. Sie treffen sich meist nicht zum optimalen Zeitpunkt, sondern dann, wenn ihre Seelen es am meisten brauchen. Das können Lebenssituationen sein, in denen wir uns verändern wollen
oder unsere persönliche Entwicklung stagniert. Oft passt der Zeitpunkt also nicht. Trotzdem können sich Dualseelen dieser unglaublichen gegenseitigen Anziehung nicht entziehen. Sie findet in ihren Seelen statt, nicht in ihrem Verstand. Dualseelen erkennen einander in ihrem Innersten, ihren Seelen. Im selben Moment stellt sich ein unglaubliches Gefühl der Vertrautheit und des angekommenen Seins ein. Ein Gefühl der tiefen Liebe. Dualseelen sind wie ein Spiegel füreinander. Sie zeigen uns, was wir lange an uns selbst ignoriert haben und helfen uns so, uns geistig weiterzuentwickeln. Wie du deine Dualseele erkennst. Es gibt keine todsichere Methode, um zu wissen, ob jemand eine Dualseele ist. Aber es gibt einige Anzeichen, auf die du achten kannst. Mit deiner Dualseele spürst du sofort eine Verbindung und ein Gefühl der Vertrautheit. Du wirst das Gefühl haben, dass du diese Person schon dein ganzes Leben kennst, auch wenn du sie gerade erst kennengelernt hast. Außerdem wirst du eine tiefe Liebe für diese Person empfinden. Eine Liebe, die alles übertrifft, was du bisher erlebt hast. Deine Dualseele wird auch als Spiegel für dich fungieren und dir Aspekte von dir zeigen, die du bisher ignoriert oder noch nicht voll entwickelt hast. Das kann anfangs schwer zu erkennen sein, aber mit der Zeit wird es immer deutlicher werden. Durch diese Beziehung hast du die Möglichkeit, spirituell zu wachsen und die beste Version deiner selbst zu werden. So, und jetzt kommen wir zu den 12 wichtigen Fragen und Punkten über die Dualseelen. Erstens, woran erkennt man seine Dualseele? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ein Weg ist die Intuition. Du wirst einfach tief im Inneren wissen, dass dieser Mensch für dich bestimmt ist. Ein anderer Weg ist die Synchronizität. Das ist der Fall, wenn du immer wieder die gleiche Zahl siehst oder das gleiche Lied hörst. Das ist ein Zeichen dafür, dass deine Dualseele versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Zweitens, was passiert, wenn du deine Dualseele triffst? Wenn du deine Dualseele triffst, ist das wie Liebe auf den ersten Blick. Du wirst dich sofort mit dieser Person verbunden fühlen, als ob du sie schon dein ganzes Leben lang kennst. Du wirst das Gefühl haben, dass du endlich zu Hause bist. Drittens, was ist, wenn du nicht mit deiner Dualseele zusammen sein kannst? Wenn du aus irgendeinem Grund nicht mit deiner Dualseele zusammen sein kannst, wird es sich anfühlen, als würde ein Teil von dir fehlen. Du wirst dich immer fragen, was hätte sein können, und du wirst diese Person nie vergessen. Viertens, was ist, wenn deine Dualseele keinen Kontakt zu dir aufnimmt? Also wenn deine Dualseele keinen Kontakt zu dir aufnimmt, kann es daran liegen, dass sie noch nicht bereit ist oder Angst hat, verletzt zu werden. Wenn das der Fall ist, solltest du dir Raum und Zeit geben. Sie wird später zu dir kommen, wenn sie dafür bereit ist. Fünftens, kann es sein, dass man seine Dualseele nicht trifft? Es ist möglich, dass du deine Dualseele in diesem Leben tatsächlich nicht triffst. Wenn das der Fall ist, wirst du ein tiefes Gefühl der Sehnsucht nach jemandem verspüren, das du nicht erklären kannst. Und du wirst dich ohne diese Person unvollständig fühlen. Was solltest du tun, wenn du deine Dualseele nicht triffst? Das ist der 6. Punkt. Wenn du deine Dualseele in diesem Leben nicht triffst, solltest du dein Leben in vollen Zügen leben und jeden Moment genießen. Du solltest die Beziehungen, die du hast,
wertschätzen und sie nicht als selbstverständlich ansehen. Denn eines Tages wird die Möglichkeit kommen, dass du deine Dualseele triffst und das Warten wird sich lohnen. Siebtens, was solltest du tun, wenn du glaubst, dass du deine Dualseele gefunden hast? Wenn du glaubst, dass du sie gefunden hast, ist es das Beste, deinem Herzen zu folgen. Höre auf dein Bauchgefühl und lass dich von nichts und niemanden aufhalten. Vertraue darauf, dass alles so laufen wird, wie es soll. Achtens, was sind die Vorteile des Zusammenseins mit einer Dualseele? Wenn du mit einer Dualseele zusammen bist, wirst du dich vollständig fühlen. Du wirst das Gefühl haben, dass du endlich deine andere Hälfte gefunden hast. Du kannst ganz du selbst sein und sie wird dich so akzeptieren, wie du bist. Das ist eine tiefe und dauerhafte Verbindung, die du mit niemandem sonst finden kannst. Neuntens, was ist, wenn du dich mit deiner Dualseele ständig streitest? Wenn du dich ständig mit ihr streitest, liegt das vielleicht daran, dass ihr euch zu ähnlich seid. Ihr solltet lernen, die Unterschiede des anderen zu respektieren und euch gegenseitig Raum zu geben. Außerdem ist es wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren. Zehntens, was ist, wenn du deine wahre Liebe bereits gefunden hast, sie aber nicht deine Dualseele ist? Wenn du deine wahre Liebe bereits gefunden hast, sie aber nicht deine Dualseele ist, mach dir keine Sorgen. Deine wahre Liebe wird immer für dich da sein. Sie wird dich so akzeptieren, wie du bist und dich bedingungslos lieben. Du kannst immer noch eine tiefe und bedeutungsvolle Verbindung mit ihr haben. Elftens, was soll man machen, wenn einem seine Dualseele verlässt? Wenn deine Dualseele dich verlässt, heißt das nicht, dass sie dich nicht liebt. Es kann sein, dass sie nicht bereit ist für eine feste Beziehung. Gib ihr Raum und Zeit, sie wird zu dir zurückkommen, wenn sie bereit ist. Was ist, wenn du deine Dualseele nie triffst? In diesem Fall mach dir keine Sorgen. Du wirst trotzdem ein schönes und erfülltes Leben haben. Du kannst dein Glück in anderen Dingen und Beziehungen finden. Lass dich nicht von der Suche nach deiner Dualseele aufzehren. Lebe dein Leben in vollen Zügen und genieße jeden Moment. So, meine Lieben, das waren die 12 Punkte und ich hoffe, ihr habt nun Klarheit bekommen, was eine Dualseele ist und wie man sie erkennen kann. Denke immer daran, dass alles richtig ist, so wie es im Leben geschieht. Vertraue darauf, dass dein Leben sich genauso entfaltet, wie es sein sollte. Und wenn du deine Dualseele nicht in diesem Leben triffst, mach dir keine Sorgen, du wirst sie in einem anderen Leben treffen. Bitte teile diesen Podcast und like ihn, damit so viel wie möglich Menschen erfahren, woran sie ihre Dualseele erkennen können. Bitte abonniere mich, um weiterhin wichtige Tipps und Ratschläge für ein schönes und erfülltes Leben zu bekommen. Danke, dass du heute hier warst und zuhörst. Wir sehen uns zum nächsten Podcast. Deine Monika.